Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls mit dem Kotelett. Wir stehen hier unten in dem Grab und erste Aktion, wir machen uns mal menschlich an dieser Stelle. Denn hier kommt ein Phantom, das ich ganz gerne umhauen möchte. Und wie wir ja wissen, kommt das nur, wenn wir Mensch sind. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier funktioniert und ich hier nicht gleich irgendwie wieder dämlich sterben werde. So, Ziel ist auf jeden Fall das nächste Leuchtfeuer. Eigentlich wäre es schlauer gewesen, uns auch erst dort menschlich zu machen. Aber wie ihr wisst, ja, wer weiß, ob ich es finde und so. Müssen wir halt mal gucken. Okay, mit dem hatten wir ja geredet. Jetzt ist erstmal die große Frage, ach, das Item da oben. Ja Gott, ich glaube, das war eine Seele oder so. Das schauen wir uns vielleicht später nochmal an. Ich werde jetzt erstmal gucken, wie wir hier überhaupt weiterkommen. So genau weiß ich das nämlich gar nicht. Ging das hier unten irgendwie noch weiter? Weiter runter oder so? Nee, ich glaube nicht. Hier war nur das Leuchtfeuer. Genau. Das war ja hier dieser optionale Weg. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, dass wir hier oben weiterkommen. Hier kam dieser komische Köter, ne? Genau. Die sind ganz schön hässlich. Da muss man sich sehr in Acht nehmen. Die machen einen unglaublichen Schaden, wenn die wollen. Weil die hier so komisch rumzappeln. Oder auch einfach mal rückwärts in den Tod springen. Immer mal was Neues, ne? Okay, da vorne haben wir eine Nebelwand. Die ist jetzt aber nicht allzu... schlimm, da kommt nur so ein Ritter hinter. Ich muss gerade mal gucken. Ja, genau, dann nehmen wir mal das Großschwert, mit dem wir zustechen können. So, ich gebe euch hier den ganz heißen Tipp. Ihr geht hier durch. Und geht wieder zurück. Weil dieser Ritter, wir hören ihn schon trappeln hinter uns, der kommt uns halt nach hier oben hinterher. Und wenn wir den jetzt da unten bekämpfen würden, dann hätten wir das Problem, dass genau dieser Typ hier noch auf uns schießt. Ich finde mal, das geht hier ein bisschen besser. Kann natürlich auch Einbildung sein. Ich mache den auf jeden Fall immer hier oben. So, noch einmal zustechen. Okay, jetzt haben wir doch noch was abbekommen. Haben wieder nicht sein Schwert gekriegt, aber Gott, mittlerweile... ist mir das halt auch egal. So, gehen wir mal hier hinter. Wir müssen ja aber... Ja, hier sind wir safe. Ich frage mich gerade, ob wir den da hinten irgendwie abgeschossen kriegen. Aber ich glaube eher nicht. Ich versuche das jetzt einfach mal zu Fuß. Interessant wäre es jetzt natürlich, das andere Leuchtfeuer noch zu bekommen. Aber so wichtig ist mir das jetzt eigentlich auch nicht. Ah, shit. Falsche Waffe ausgerüstet. Aber zum Glück, ja, zwei schwere Attacken und das Vieh ist kaputt. Also, mach mich trotzdem lieber nochmal voll. Ich stehe hier ein bisschen blöd. Wisst ihr Bescheid. So. Okay, ich meine, hier waren noch mehr Hunde. Da ist was. Also den Schaden habe ich jetzt mal in Kauf genommen, weil ich wollte, dass der schnell tot ist. So, machen wir mal ein bisschen Ausdauer. Hier müssen wir gleich runter. Ah, der ist noch nicht ganz tot, da müssen wir nochmal nachstechen. Okay, was hast du denn hier? Eine Ritterseele, alles klar. Irgendwo konnte man übrigens noch runterspringen und ein Item ergattern. Ich befürchte aber, dass ich diese Stelle jetzt so einfach nicht finden werde. Und ich jetzt auch nicht weiß, was da unter mir ist. Was ist denn das da hinten? Achso, das ist die Seele, ja, die man von oben kriegt.
beziehungsweise die wir gerade schon gesehen haben, wo ich nicht genau wusste, wie man da hinkommt. Entweder ich scheiß auf die Seele oder wir gucken uns das später irgendwann mal an. Wie gesagt, ich meine, das ist nur eine, wo man so ein paar Seelen bekommt und das müssen wir jetzt nicht unbedingt riskieren, da irgendwo blöd abzustürzen, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass man da halt auch sterben kann, wenn man nicht aufpasst. Genau wie man hier überall eigentlich sterben kann, wenn man nicht aufpasst. Wollen wir mal gucken, wo das hier hingeht. Ach so, hier haben wir auch eine Seele, okay. Erscheinungsbild, das ist ein Schild. Das gucken wir uns einfach mal direkt an. Sah zumindest aus wie eins. Hier haben wir es. 90 Absorb, relativ viel Blitzabsorb. Mhm. Fürchterliches okkultes Schild. Abwehr gegen göttliche Waffen und Blitze. In einem vom Unglück verfolgten Plan, die wahrhaftigen Götter zu vernichten, riskierten die Anhänger des Okkultismus einst alles, um die Macht des Grabes fürs Nidus, dem ersten Untoten, zu stehlen. Okay. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall nichts für uns. Wir behalten mal das, was wir haben, an einer ähnlichen Stelle wie dieser hier. Ah, da unten ist das Leuchtfeuer. Seht ihr da links im Bild? Da, wo meine Schwertspitze ist, da kann man schon erkennen. Und da wollen wir jetzt runter. Hier stirbt man auf jeden Fall, das weiß ich noch. Also hier dürfen wir nicht runterfallen. Hier ist dann Ende im Gelände. Wir müssen irgendwo hier vorne runterspringen. Genau. Ich gucke mich aber hier noch um. Schön vorsichtig natürlich, weil hier gibt es Köter. Ich sehe da schon Augen leuchten. Ja, hier unten ist ein Köter. Egal. Den packen wir uns mal. Ja, den habe ich irgendwie leider nicht mehr getroffen mit der zweiten Attacke. Mache ich mal lieber voll hier. Nichts anbrennen lassen. So, der hat wieder so einen Satz nach hinten gemacht, ne? Wo ist denn der jetzt hingegangen? Oh, da ist er. So, gehen wir mal hier am Rand lang, weil hier geht es zu dem Leuchtfeuer. Und ich würde mal sagen, das benutze ich jetzt auch mal, einfach damit wir den Weg nicht nochmal gehen müssen. Außerdem kommt das Phantom gleich hier vorne. Nachteil ist natürlich, hier lebt jetzt alles wieder. Macht aber nichts. Unter normalen Umständen, wenn man jetzt hier rechts sich am Rand hält, dann kann man die halt vermeiden. Au, 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 macht er einen üblen Schaden. Uiuiuiui. Also, die greifen einen nicht an, wenn man sich hier immer so rechts hält. Da kommt man halt an denen vorbei. Ich mache die jetzt aber weg, weil es hier noch Items gibt, die ich gerne hätte. Ich muss jetzt natürlich, ich rede gerade nicht so viel, weil ich mich ja darauf konzentrieren will, möglichst nicht zu sterben. Also zumindest nicht blöd. So, da geht es nämlich noch weiter runter. Aber da ist dann auch ein Vieh, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir müssen ja uns immer rechts halten, habe ich gesagt. Moment mal. Jetzt muss ich mich erstmal daran erinnern, wie das war. Also hier kommt man von dem Feuer. Ich hätte irgendwie schwören können, dass es hier eine Leiter gab. Warum finde ich die denn nicht? So, man geht immer rechts, 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 rechts. Ach so, man geht hier, glaube ich, nach oben. Und dann hier rein. Und dann immer links. Und dann stellt man fest, dass das die Stelle ist, wo man mal ursprünglich hergekommen ist.
Okay, einigen wir uns einfach darauf, ich hab's vergessen. Komme ich denn nach da oben? Muss irgendwie da hoch. Das habe ich übersehen. Okay, stimmt, man geht nach unten und hält sich immer rechts. Es sei denn, man möchte noch vielleicht das Item haben. Da ist ein Köter. Ah, da ist auch noch was. Noch ein weißer Brocken. Ich gehe jetzt immer rechts, weil ich keinen Bock habe auf die. Also kein Bock, muss ich mich konzentrieren, ist nicht ganz richtig, aber ich möchte gerne da vorne zu der Invasion gelangen, bevor ich hier irgendwie doof sterbe. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Danach ist mir das eigentlich egal. Ich kann auch nochmal zurückgehen und mir das da ein bisschen angucken, ob wir noch irgendwo was vergessen haben. Nur das hätte ich jetzt hier schon ganz gerne in trockenen Tüchern gewusst. Hier vorne weiß ich noch, müssen wir jetzt schnell sein. Ich renne deswegen hier mal einfach rein. So, einfach um das mitzunehmen. Und jetzt sehen wir schon, der Leroy kommt. Und von dem, genau, von dem hätte ich halt gerne mal die Rüstung angezogen. So, den haben wir. Und von ihm bekommen wir zwei Menschlichkeit, den Knüppel, mit dem er uns gerade penetrieren wollte. Das ist eine heilige schwere Waffe. Und Sanctus, das ist ein relativ, ich sag mal, maues Schild. Und hier unten würde es jetzt quasi weitergehen zu Nito. Da gehen wir bei Zeit natürlich auch hin. Ich werde jetzt an dieser Stelle aber nochmal hier oben gucken, ob wir irgendetwas verpasst haben. Und will meine Seelen in ein Level investieren, bevor wir hier weitermachen. Und ich werde bei der Gelegenheit auch das Leuchtfeuer aufwerten, weil wir da oben gerade eine Menschlichkeit für das Phantom bekommen haben. Ich finde, das ist alles insgesamt recht passend. Man muss das ja jetzt nicht unbedingt leichtfertig verlieren. Ist ja schon ganz nützlich. Wenn man schon mal hier ist, dann machen wir das jetzt hier einfach mal alles clean. Gucken wir mal, ob es hier noch irgendwo was Schönes für uns gibt. Diese Stelle mit der Seele, ich finde das leider nicht mehr. Irgendwo konnte man sich irgendwie fallen lassen. Kann auch Einbildung sein. Vielleicht habe ich das verwechselt mit einer anderen Stelle. Ich dachte halt, es wäre hier gewesen. So, dann machen wir den Vogel nochmal weg. Okay, das sind zwei. Schön vorsichtig. Da hat aber die Kamera ganz schön geflippert. Also da hätte ich auch mal eben in Tod wandern können, wenn ich Pech gehabt hätte. So, da ist noch einer. Dahinter ist sogar noch einer. So, das haben wir jetzt mal komplett geblockt. So, Ausdauer. Gucken wir hier nochmal, aber hier. Ja, hier sind wir hergekommen. Also hier waren wir schon mal. Ich mache für die Seelen trotzdem noch den Moppet hier weg. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas. Der keult aber auch zu, wenn er will, ne? Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas droppen können. Ich glaube nicht, die geben einfach nur viel XP. So, jetzt schaue ich hier nochmal. Das sieht aber auch eher nach Tod aus, als dass es hier irgendwas geben würde.
Okay, dann würde ich mal sagen, haben wir hier wohl alles bekommen. Ja, das eine Fieder, das kann mich jetzt mal. Wir gehen jetzt hier einfach um die Ecke zum Feuerchen und sagen erstmal entfachen. Entfachen wir das Ganze mal. Dann haben wir hier auf jeden Fall 10, genau. Und dann schauen wir mal, ob wir noch aufsteigen können. Ja, das passt ja locker. Und dann gehen wir mal auf Stärke, damit wir hier mal ein bisschen mehr Schaden raushauen. Obwohl, ich sehe gerade, wir haben 12 Zauberei und. Nee, für 13 kriege ich leider noch keinen Slot. Würde mich ja auch mal reizen, ne? Oder hier das mit der Wille irgendwie voranzukriegen. Weiß gerade nicht, was große Heilung erfordert. Ich würde einfach sagen, Stärke, dann haben wir ein bisschen mehr Bums. So, das ist in Ordnung. Problem ist, ich kann mich hier nicht wegteleportieren. Das hätte zur Folge, dass wir uns hier nochmal durchkämpfen müssen, weil man kann sich, glaube ich, nicht direkt hier runter teleportieren. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle einfach erstmal kleiner Cut. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr wieder zugesehen habt und wir sehen uns dann das nächste Mal und dann gehen wir hier den kurzen Weg runter, den wir ja jetzt herausgefunden haben. Immer rechts an der Wand entlang zu dem Vorraum von Nito, grinden uns da so ein bisschen durch und dann werden wir mal gucken, dass wir den ersten Fürsten da kaputt machen und seine dicke Seele einsammeln. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Dark Souls mit dem Kotelett. Bis dahin.